Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück in der hässlichsten Wartehalle aller Zeiten. Ganz ehrlich, dafür, dass das Spiel Psychotrain hieß, ist mir jetzt mal so zwischen den Folgen aufgefallen. Oder was heißt hieß? Es heißt ja immer noch Psychotrain. War dieser Zug jetzt gar nicht so Psycho? Da hätte ich mir mehr erhofft. Aber gucken wir mal. Wir haben hier auf jeden Fall eine Retardis. Das ist schon mal was. Ja, da haben wir diese tolle Kneifzange. Ich sollte versuchen, das Telefon zu reparieren. Ich brauche einen Empfänger, die Nummer, eine Münze und natürlich eine Schnur. Receiver ist wahrscheinlich ein Hörer in dem Fall, nicht ein Empfänger. Okay. Natürlich ist... Also, warum gehe ich eigentlich davon aus, dass das eine Frau ist? Ich glaube, man hat irgendwann ihre Hände gesehen oder so und das sah sehr weiblich aus. Irgendwie so. Auf jeden Fall sind wir natürlich total der super Technik-Elektro-Fachmensch und können hier problemlos so ein Telefon reparieren. Sobald wir nur ein Kabel und einen Hörer haben, dann wird alles schön. Ich muss den Schlüssel finden und dann kann ich das Display reparieren. Natürlich, dank unserer Elektrofachangestellten-Ausbildung geht das total gut. Oh, schade, ich dachte, das wird jetzt hier voll das Rätsel. Alter. Stattdessen machen wir einfach alles einmal auf und klicken alles einmal an. Ja. Gut. Was haben wir jetzt? Okay, wir haben auf jeden Fall die Schnur. Wir haben einen Spaten. Ach, wo haben wir den Receiver her? Lag der da auch mit drin? Ist mir irgendwie entgangen. Moment, stand da noch irgendwas? Irgendwas steht da drauf. Das kann man voll scheiße lesen. Schlechtestes Graffiti aller Zeiten, wer macht denn sowas? Also wir können auf jeden Fall noch dahin gehen und dahin gehen und wir können auch wahrscheinlich wieder rausgehen, ne? Wir müssen ja noch im strömenden Regen die Uhr reparieren, warum auch immer. Ich packe hier erstmal den Hörer hin. Und die Schnur. Was für ein Kauknochen. Unglaublich. Okay, dann gucken wir doch einfach mal hier hin. Back in 15 Minutes. Irgendwie glaube ich noch nicht, dass der bald wieder da ist. Wir haben hier... Hier nehme ich auch noch keinen anderen Menschen gesehen. Aber wir gucken uns erstmal dieses Fimmelbild an. Wir brauchen Handcreme. Ein Umbrella, ein Passport, ein Wecker, ein Portemonnaie. Der Passport ist hier auf jeden Fall, der Wecker ist da. Einen Soldaten, einen Männerhut. Ich finde, den können Frauen genauso gut tragen, aber egal. Irgendeine Rifle. Das wird das Ding hier sein. Ein Paperclip, also eine Büroklammer. Außerdem ein Erste-Hilfe-Kasten, okay. Ich hatte die ganze Zeit schon die Maus drauf und dachte mir, nee, das Ding ist zu offensichtlich. Klicke einfach mal nicht stumpf drauf. Da hatte ich unten das noch nicht gelesen. Wir brauchen eine Taschenlampe. So, das hier ist bestimmt die Handcreme. Wo finde ich denn mal den Schirm? Der wird ja wahrscheinlich zusammengeklappt sein, ne? Ah, hier oben. Ist aber in der Tat ausgeklappt. So, und wir brauchen einen Baster. Was auch immer ein Baster ist. Okay, was auch immer das war. Sah aus wie eine Mischung aus Tauchsieder und Dildo. Kann ja auch mal das Gleiche sein. Ich meine... Eigentlich ist alles ein Dildo, solange man nur mutig genug ist. Themawechsel. Wir brauchen ein Portemonnaie. Das ist hier oben und dann sind wir fast fertig. Den Soldaten brauchen wir noch. Soldier. Hier. Okay, und jetzt haben wir ernsthaft die Flinte? Das finde ich ein bisschen creepy. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. I could use this branch as a gun mount. Okay, wir können hier auf jeden Fall die Waffe auflegen. Aber auf was sollten wir hier schießen?
Ja. Ganz klar. Natürlich, ich verstecke meine Magneten auch immer hinter seltsamen Schildern. So, wow. Was ist falsch bei dir? Also abgesehen von alles. There are many different eyes here. So, which ones do I need? Was ist das? Ist das eine Maschine, die Spielzeugaugen herstellt? Ich sollte irgendeinen Knopf finden, der in die rechte Seite passt. Ach hier, da muss irgendwo so ein Griff oder Knopf oder sonst irgendwas hin. Alter, was zur... Okay. Gehen wir doch mal hier rüber. Mal gucken, was hier noch so ist. Oh, Kaugummiautomat. Und ein Schlüssel. Ich wette, der Schlüssel öffnet die Abdeckplatte an dem Display. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich ihn da rausbekomme, ohne mich zu schneiden. Das war einfach. Okay, das war auch schon alles, was wir damit machen können. Was haben wir denn hier so? Ah, ich muss die Nägel entfernen, bevor ich das Ding öffnen kann. Okay. Ich muss jetzt nicht jeden verkackten Nagel dreimal anklicken, oder? Boah. Wer überlegt sich denn sowas? Also schlimm genug, wenn ich jeden Nagel einzeln anklicken müsste, aber ich muss erst das Ding da hinsetzen. Ah nein, das passiert sogar automatisch. Okay. Aber trotzdem, immer noch schlimm genug, dass ich jeden verkackten Nagel einzeln anklicken muss. So, wer überlegt sich sowas? So, es ist ja einfach kein schweres Rätsel. Ich meine, wenn man irgendwie ein Rätsel hat, wo man so ein bisschen dran rumknobeln muss, ist das okay, wenn das länger dauert. Aber dass ich ein und den verkackten Handgriff, der einfach so exakt null Herausforderungen hat, so viermal machen muss, warum? Warum? Das ist auch so eine Wimmelbildkrankheit. Was? So, liebe Kinder, sieht getrocknetes Einhornsperma aus. Können wir... Ich würde gern gehen. Wir können uns nicht diese Lok angucken. Ich bin ein bisschen traurig. Wir können nicht das Gepäck plündern. Aber diesen kaputten Blumentopf, den können wir angucken. Schaufeln wir doch mal eine Runde. Glückwunsch! Ich habe den Spaten zum Baum gelegt. Und jetzt gehe ich einfach. Ich glaube, das ist alles, was ich da machen musste. Place each component where it belongs. Okay, alles dahin tun, wo es hingehört. Das sieht nicht richtig aus. Das sieht da richtig aus. Du gehörst dahin. Du gehörst wahrscheinlich hierhin. Du kommst. Nee, oder? Doch. Du kommst dahin, du kommst hierhin und du kommst hierhin. Was haben wir denn hier noch? Du kommst dann wahrscheinlich dahin. Und was bist du? Du kommst dahin. Jetzt haben wir immerhin schon mal den Minutenzeiger. Warum auch immer der in der Ke Was? Ich meine, das ist ein scheiß Schaltboard für das Display da oben drüber. Warum hat es noch ein Fach? Oh, wir haben eine Telefonnummer. Ruf die 036 an. Führe versaute Verspätungsgespräche mit Bahnangestellten. Irgendwas muss hier aber noch gehen, offensichtlich. Zumindest können wir hier noch was machen. Also wir können hier noch hin, das ist so der Punkt. Na? Okay, vielleicht ist das auch einfach ein Bug. Also nicht, dass wir hier noch hin können, sondern dass da kurz noch die Hand angezeigt wurde. Vielleicht hat es auch doch noch irgendwas mit der Aufschrift zu tun und wir müssen da noch irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung.
Aber hier geht ja überall offenbar nichts. Ich meine, das hier oben sieht irgendwie verdächtig so aus, als könnte ich noch was damit machen, aber. Ja, keine Ahnung. Finden wir vielleicht später noch raus. Ich. Ich meine, mit dieser Münze, also diese Münze hätten wir auch einfach so mit der Hand rausgraben können, aber stattdessen müssen wir den Spaten nehmen und ich muss insgesamt fünfmal klicken, um diese verkackte Animation abzuschließen und die Münze zu bekommen. Hallo? Alter. So kann man ein Spiel auch künstlich stricken. So. Tasten. Münze. Ich bin ja mal gespannt, wen wir anrufen. Alter. Was für ein schreckliches Geräusch. Und natürlich ist der Stundenzeiger in dem verkackten Hörer. So was? Alter. Nee. Einfach nein. Aber gut, wir können. Wir reparieren die Uhr, indem wir sie kaputt sägen. Das können wir auch nicht am Stück abnehmen. Das fällt auch nicht runter, wenn das durchgesägt ist. Nein, nein, wir müssen viermal klicken. Okay. Verstehe. Wir haben hier drin bestimmt irgendwo eine Uhr, ne? Haben wir? Haben wir nicht? Also der Ticket Agent wollte ja 15 Minuten später wieder da sein, aber ich habe ja gar keine Ahnung, wie spät es ist. Das ist so das Problem. Also, back in 15. Dazu bräuchte ich aber erstmal eine Ausgangszeit. Sollte das Spiel so clever sein und von meiner aktuellen Uhrzeit ausgehen? Irgendwie gehe ich nicht davon aus, aber demnach wäre das dann. Ne, das ist der Minutenzeiger. Demnach wäre das dann. Hier so. Ja, offenbar nicht. Schade. Vielleicht um. Natürlich. Ganz klar. Oh, er ist ein Geist. Okay. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Dude. Ich spüre, dass hier jemand steht. Gott sei Dank. Thank God you're not the maniac who stole my eyes. Ach so, das sagt der Typ. Der sagt, ich spüre, dass hier jemand steht. Gott sei Dank bist du nicht der Verrückte, der meine Augen gestohlen hat. Diese Welt gehört ihm. Er heißt der Train Man. Oder wird der Trainman genannt. Er verursacht Unfälle in der Welt der Lebenden. Und dann kommen die Seelen derjenigen, die sterben, hierher. Ich kann deine Seele schreien hören. Du versuchst dein Kind zu retten. Es ist ein kleines Mädchen in einem Zug. Es wird bald ankommen. Du brauchst ein Ticket, um den Zug.
What? Du brauchst ein Ticket, um in den Zug steigen zu können. Ah, ich sollte hier irgendwo eins finden, aber ich brauche erst meine Augen. Okay, jetzt haben wir hier noch mehr Stained Glass Tiles. Okay, also er braucht seine Augen wieder, sprich ein braunes und ein grünes. Dazu brauchen wir aber das Knöpfchen, um diese tolle Augenmaschine zu bedienen. Ging draußen eigentlich noch was im strömenden Regen? Irgendwas? Ach. Moment, wir haben letztes Mal hier exakt nichts gemacht, ne? Also nichts. Konnten da aber noch hin. Jetzt können wir da nicht mehr hin. Das setzt ja eigentlich voraus, dass wir da irgendwas erledigt haben, oder? Also, naja. So, abgesehen davon, dass es hier immer noch regnet wie Axt. Geht hier auch nichts weiter. Okay. Wir können also eigentlich nur noch dahin und hierhin. Vielleicht, okay, nein. Kein Wimmelbild. Stained Glass Teil gehört auch nicht hierhin, ne? Nee, hätte mich auch gewundert. Okay, the hell. Ja, dann müssen wir wohl nochmal hier hingucken. Aber hier können wir eben... Ach, hier oben ist jetzt ein Puzzle, okay. So, um das Secret Compartment zu öffnen, müssen wir die Teile in der richtigen Reihenfolge anordnen. Okay, du gehörst aber wahrscheinlich eher dahin. Dann gehörst du wohl hierhin. Und du vermutlich eher hierhin. Ihr seht da fast richtig aus. Ich bin mir nicht sicher. Nee. Ja, schon eher. Du gehörst in Wirklichkeit hierhin. Das sieht ganz passig aus, das sieht nicht passig aus. Ja, schon besser. Das so, das geht. Das da sieht irgendwie... Also es sieht von dem Roten her... Nee, ist auch nicht so richtig passig, ne? Eher das so, ja. Das kommt hier hin. Okay, die beiden? Nein. Das geht dahin. Okay. Ich, ja, mhm. Sag mal. Hieß es nicht, ich muss das finden, was an die rechte Seite gehört? Das ist schon eher die linke Seite, aber egal. So, wir brauchen ein grünes und ein braunes Auge. Das dürfte das grüne sein. Das braune hatten wir hier in Wirklichkeit schon. All diese künstlichen Kontaktlinsen können, all diese schicken Kontaktlinsen können Sie jetzt kaufen für nur 10 Euro das Paar. Das sieht ganz gut aus, oder? Was drücke ich denn, wenn ich die Augen haben will? So, wir haben noch seinen scheiß Passport eingesteckt. Ach Mist, er hat auf der Seite braun und auf der anderen grün. Dammit. Those eyes are dirty. Ich muss diese Augen sauber machen, bevor ich sie dem Ticketmann gebe. Was? Er ist ein scheiß Geist, Alter. Ihm ist scheißegal, ob die Augen dreckig sind oder nicht. Holy fuck, woman. Ernsthaft. Ah, jetzt muss ich natürlich in diesem Wimmelbild noch einen Lappen finden. Natürlich.
Warum sind eigentlich all die Items wieder da, die ich vorher eingesammelt habe? Das ist nicht richtig. Auf jeden Fall brauchen wir diesen Schwamm. Und diese Sneaker. Und diesen Löffel. Und ein Messer, ja, das brauche ich auch ganz dringend. Ey. Wir brauchen ein Fernglas. Jetzt den Damenhut. Wir brauchen Teabags. Natürlich. Wo lagen denn? Irgendwo hatte ich hier auch schon. Achso, jetzt kann ich mir mal angucken. Das ist tatsächlich ein Tauchsieder, oder? Verrückt. Hier sind auf jeden Fall die Binoculars. Cosmetic Bag ist hier. Was ist das? Nichts, was wir brauchen. Wir brauchen Kopfhörer. Die sind hier hinten. Beats. Verdammt, ich wusste mal, was das heißt. Das war ein Messer. Das sah aus wie so ein Nagelknipser, aber okay. Vielleicht war es auch ein Klappmesser. Hier sind die Teebeutel auf jeden Fall. Sind Beats nicht Perlen oder so? Ah, tatsächlich. Eine Perlenkette. Also brauchen wir noch Thermos, Thermos, was auch immer. Und Zigaretten. Zigaretten sind hier. So, und das letzte Ding kann jetzt alles Mögliche sein. Ah, es ist diese Thermoskanne, okay. Dann haben wir den Schwamm und dann mache ich jetzt mit dem Schwamm die Augen sauber. Dann geben wir dem Herrn seine schicken Augen wieder.